die zwei Seiten deutschen Geisteslebens darstellen, die in ihrer Komplementarität eine Gesamtschau dieses Geisteslebens, ein Panoptikum, ergeben. Zu diesem Zweck gibt es einen ersten Teil, der den allgemeinen Begriff bürgerlicher Dichtung beinhaltet. Daraus sollen dann deren besondere Varianten abgeleitet werden, und im zweiten Teil fungieren dann die Gebrüder Mann als Repräsentanten der beiden alternativen bürgerlichen Dichtens. Der erste Teil hat drei Punkte. Erstens, welche Botschaft teilt die bürgerliche Dichtung der Welt mit? Zweitens, wie teilt sie diese Botschaft der Welt mit? Und drittens, warum hat sie es überhaupt mit der Botschaft? Also, dass sie es mit der Botschaft hat, dass also bürgerliche Dichtung für ihre Gedichte, Dramen und Romane eine tiefere Bedeutung reklamiert, ist eine jedermann geläufige Tatsache. Kein Autor der neueren deutschen Literaturgeschichte will einfach ein Liebesgedicht schreiben oder eine spannende Geschichte erzählen. Schon die Klassiker waren mit dem Schönen nicht so zufrieden, sondern bemühten sich um die Einheit des Schönen, Wahren und Guten. Anmut, fand Schiller, sei ein niederer Zweck, wenn er sich nicht mit Würde verbindet. Und Thomas Mann will mit dem Buddenbrocks beileibe nicht bloß die Geschichte einer Lübecker Kaufmannsfamilie erzählen, sondern schreibt seinen Roman als Seelengeschichte des deutschen Bürgertums. Zu fragen ist also, was hat es damit auf sich, dass bürgerliche Dichtung so scharf drauf ist, der Welt eine Botschaft zu überbringen, beziehungsweise welche Botschaft hat sie ihr mitzuteilen. Eine erste negative Antwort ist den zitierten Beispielen von den Klassikern bis Thomas Mann schon zu entnehmen. Die bürgerliche Dichtung deklariert, dass sie nicht bloß schön und anmutig sein will, nicht bloß zum Zwecke des Genusses eine Geschichte erzählen will. Genuss gilt ihr also als ein Bloß. Sie will als Dichtung offenbar mehr sein als Dichtung. Sie beansprucht Objektivität für sich und sie behauptet, mit ihren Geschichten die tiefere Bedeutung der Welt erfasst zu haben. Der bürgerliche Dichter sagt also, als Dichter habe ich der Welt etwas mitzuteilen, was nur ich als Dichter ihr mitteilen kann. Er verbirgt sich für das Gewicht der Aussage, die er von sich geben will, mit seiner ganzen Subjektivität als Dichter. Als Beispiel hierfür sei der alte Goethe zitiert mit einem in der Germanistik bekannten und beliebten Spruch, der lautet: Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide. An diesem Spruch ist zweierlei bemerkenswert. Erstens der Inhalt der Botschaft. Was ich als Dichter leide, das ist es, was die stumme Welt unbedingt erfahren muss. Zweitens ist bemerkenswert die Begründung für die Wichtigkeit der Botschaft. Statt einfach zu sagen, ich leide im Übrigen an dem und dem, an diesem Riss in der Welt, an dieser oder jener Tragik, begründet Goethe die Bedeutung seiner Mitteilung an die Welt mit seiner extraordinären Subjektivität, die im Unterschied zum Rest der Welt vom lieben Gott den Auftrag erhalten hat, ihr Leiden in die Welt hinaus zu posaunen. Streicht man den erfundenen Auftraggeber des Dichters, fallen Grund und Inhalt der Botschaft in eins. Mein Leiden ist mitteilenswert, weil es mein des Dichters Leiden ist und es mangelt der Welt so, es fehlt, also dieses, die Mitteilung meines Leidens fehlt der Welt so sehr, dass sie ohne mich stumm ist. Ich bin also die Stimme der Welt, indem ich sage, was ich leide. Deshalb staffiert er seine Person auch mit dem Bombenauftrag aus,
Bei Goethe lautete das, gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide. Bei Thomas Mann, der ja später noch ausführlich behandelt wird, die Literatur ist überhaupt kein Beruf, sondern ein Fluch, damit Sie es wissen, sagt Tonio Kröger zu der Lisaveta. Jedes Mal steht der Riesenunterschied zwischen den Problemen des Dichters und denen des Rests der Menschheit dafür ein, dass die Dichterprobleme zu Papier gebracht werden müssen, dass sie eine Botschaft darstellen, ohne die die Welt ärmer wäre. Dass der Dichter sich zum Grund und Inhalt seiner Botschaft macht, unterscheidet ihn im Übrigen auch vom Wissenschaftler. Der ist nämlich ganz einfach der Auffassung, dass er ein paar neue Argumente über diesen oder jenen Gegenstand mitzuteilen hat. Er legt seine Subjektivität gerade da rein, die von ihm unterschiedene Sache zu erklären. Ganz anders der Dichter. Er behauptet nämlich, meine Subjektivität ist Sache. Ich allein bin in der Lage, die Tragik der Welt zu schauen, und dieser Inhalt meiner Subjektivität ist es, was der Welt fehlt. Nachdem wir jetzt wissen, welche Botschaft die bürgerliche Dichtung verkündet, fragt es sich, wie der Dichter denn beweist, dass seine Botschaft die Welt ausmacht. Die simple Antwort lautet, er dichtet. Denn er steht nur mit seinen Geschichten dafür ein, dass er das Rätsel der Welt gelöst hat. Seine Erfindung, seine Fiktion, das Produkt seiner Fantasie ist der einzige Zeuge dafür, dass seine Botschaft von Gewicht ist. Und prompt lässt der alte Geheimrat in seinem Faust eine ganze Fantasiewelt aufmarschieren, um seinen Sinnspruch, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen, zu untermauern. Oder Thomas Mann lässt in der Ungerer Straße geile Farne wuchern, um der simplen Reiselust seines Dichters Aschenbach eine ganz besondere leidenschaftliche Note zu verleihen und damit den sittlichen Abgrund im Dichter zu bebildern. Die Dichter bemühen also ihre Fantasie und ihren Verstand, um ihre jeweiligen Menschen- oder Weltbilder glaubwürdig zu gestalten. Dabei können Einsichten unvermittelt neben ausgesprochen ideologischen Sätzen stehen, weil beide den Dichter nur als Mittel seiner Botschaft interessieren. Man sieht also, die Burschen haben ein sehr bedingtes Verhältnis zur Wahrheit, denn ihre Idee geht ihnen über alles. Und in deren Dienst verhalten sie sich manchmal sogar gegenüber ihren eigenen Fantasieprodukten radikal unlogisch. So darf zum Beispiel das ansonsten recht normale Gretchen am Ende von Faust 1 nicht aus dem Kerker fliehen wollen, weil sonst der Faust sein Streben im zweiten Teil nicht in den höheren Sphären des Staates fortsetzen könnte. Und genauso bedingt, wie das Verhältnis der Dichter zur Wahrheit ist, ist auch ihr Verhältnis zur Schönheit. Denn wo die Devise gilt, ich finde, dass mein Problem die Welt ausmacht, da bestimmt dieses Beweisziel die Auswahl der Gegenstände und die Art der Darstellung. Und wenn man da zum Beispiel, wie Gerhard Hauptmann, findet, dass der Weberaufstand ein klassischer Fall von Tragik ist, dann wird eben diese Identität des historischen Faktums mit seiner künstlerischen Verarbeitung zu einem Menschheitsproblem, diese Identität zwischen der Webergeschichte und dem Drama, die Weber von Hauptmann, die wird eben dadurch bewiesen, dass die Weber auf dem Theater den wenig reizvollen schlesischen Dialekt sprechen. Dementsprechend ungenießbar fällt dann auch das Stück aus, und zwar nicht nur wegen des schlesischen Dialekts. Zusammenfassend kann man also sagen, da die bürgerliche Dichtung nicht die Herstellung eines schönen Stücks Literatur bezweckt, sondern ihre Fantasie in den Dienst ihrer Deutung stellt, steht Schönes neben ausgesprochen Hässlichem. Eben weil beides als Mittel für die Glaubwürdigkeit der Botschaft fungiert. Das war Punkt 1. Die Botschaft lautet,
Mein Problem als Dichter ist das Problem der Welt. Ja. Geh vor, das kann. Also meine Frage war, welcher Botschaft, das ist mir einfach nicht klar. Und dann sind hier bei dir Sachen aufgetaucht, also Begriffe wie bürgerliche Dichtung einfach. Dichtung ist für mich so überhaupt nicht erklärt, wenn du das Adjektiv bürgerlich dazu setzt. Dann meine Botschaft, oder ich finde, dass mein Problem die Welt ausmacht. Das wird kein Dichter sagen. Ich finde, dass mein Problem die Welt ausmacht. Also Kafka oder Hölderlin oder ernstzunehmende Dichter haben sehr wohl objektiv, also Dichtung ist eben Subjektivität und Objektivität zusammen, haben sehr wohl eben Dinge über die Welt gesagt, die über das rein Subjektive hinausgehen. Und über das hast du überhaupt nichts gesagt. Du sagst, das wäre halt eine Botschaft. Welche Botschaft? Und außerdem zum Beispiel der Begriff des Schönen, da sagst halt, da wäre halt Hässliches daneben. Ist ja auch klar, weil die Welt nicht nur schön ist, weil aber das Schöne trotzdem, also diese Mischung eben, die Welt soll trotzdem als Schöne noch gerettet werden oder gegen das Hässliche gehalten werden. Aber das ist bei dir alles inhaltlich überhaupt nicht gefüllt. Bei deiner schönen Dichtung, da käme für mich nur Langeweile raus, muss ich sagen. Oder was verstehst du unter schöner Dichtung? Das sind alles so unklar, alles völlig unklar, die Begriffe, die du bringst. Also ich habe die paar Gedanken über bürgerliche Dichtung selten so klar vernommen wie hier. Muss ich erst dagegen sagen, ich will es begründen. Angenommen, es würde stimmen, was du behauptest. Kein Dichter würde das so sagen. Ja, meine Subjektivität macht die Bedeutung der Welt aus. Angenommen, es würde stimmen, ja, ich widerlege das gleich. Außerdem waren schon Zeugnisse vorgebracht dafür. Ja, dann wäre immer noch das Urteil richtig, das hier gefällt worden ist über die Dichtung, indem einer dichtet, praktiziert er dieses Urteil. Er sagt nämlich erstens nicht, dass er einem gewöhnlichen Handwerk nachgeht, ist gleich Schreinern, Schlossern und so weiter. Zweitens, dass er sich geistig aber auch nicht wie ein Wissenschaftler betätigt. Dass er also irgendeinen Gegenstand der natürlichen oder gesellschaftlichen Welt erklären will und auf diese Weise dahin gelangen will, dass er Gedanken über die Welt hat, über diesen Gegenstand hat, sodass diese Gedanken seine Objektivität, seine Gründe und Zwecke ermittelt haben. Also ein Gedanke über den Staat, Grund und Zweck der staatlichen Herrschaft. Ein Gedanke über den freien Fall von festen Körpern heißt, die Formel finden, nach welchen quantitativen Verhältnissen richtet sich die Bewegung von festen Körpern in der Luft, in der Gegend der Erde oder sonst in anderen Bezugssystemen. Das ist Wissen. Auch das will ein Dichter nicht produzieren. Jetzt grenz mal dagegen die Dichtung ab. Was will er denn jetzt? Er will sagen, mein spezielles Sensorium gestattet mir per Fantasie, Sachen in die Welt zu setzen, sei es als Poesie oder als Prosa oder als sonst was, die Bedeutung der Welt, die Charaktere, wie sie in dieser Gesellschaft so rumlaufen, das ewig Menschliche, Faust war ein Beispiel dafür, das darzustellen, das ist ein Mann, war hier abgeleitet, einer, der zu dichten anfängt, der hält sich sehr viel zugute, der hält sein eigenes Sensorium und seine Subjektivität für so etwas Vortreffliches, dass wenn er zu grübeln, zu leiden, zu fantasieren, zu trauern, sich zu freuen anfängt, dass jede dieser Regungen ihm für mitteilenswert erscheint, sodass er das in ein Faszikel pumpt und die Welt damit versorgt. Er kann es auch in seine Schublade schließen, ja kann er, aber dann macht er das selber bloß noch verrückter. Das war der Inhalt der Botschaft. Eine Stellung, und jetzt gegen dich, da ist Subjektivität und Objektivität zusammen. Weißt du, was das für verwaschene Ausdrücke für dieses Verhältnis sind? Wie sie zusammenkommen, ist hier gesagt worden. Ich habe es noch gesagt, im Unterschied zum Tischler und zum Wissenschaftler. Es ist eine ganz andere Art. Die Behauptung des Dichters ist eben, meine spezielle Subjektivität, meine Besonderheit, meine Gefühlswelt ist so ausgezeichnet
jetzt im Wortsinn ausgezeichnet vor allen anderen, dass sie verdient, als Dichtung unter die Leute zu kommen oder überhaupt einmal objektiv zu werden. Ein Dichter steht früh auf wie du und hat erst einmal wahrscheinlich haargenau dieselben paar Flausen im Kopf wie du. Aber er fängt an und meint, das wäre was. Ich habe neulich ein Gedicht gelesen, da schildert einer den übrig gebliebenen Rosenkohl vom Vorabend in der Pfanne. Das ist scheißlich. Und komm, der Faust ist so anders auch nicht. Da ist er als Beispiel angeführt worden. Was anders an ihm ist, ist auch gesagt worden, nämlich da kommen auch mal Einsichten vor. Das unterscheidet die alte Dichtung von der neuen. Dass da auch mal Einsichten verwendet wurden, um etwas über die Welt darzustellen. Das Zweite mit der Schönheit. Schönheit ist freilich nicht lang diskutiert worden, aber deswegen ist sie noch lang nicht verschwommen. Da ist gesagt worden, ganz am Anfang, eine spannende Geschichte, ja, ist das wäre der Witz der Schönheit. Weiter nichts. Man kann auch die Schönheit bei Poesie fassen in, wie geht's denn mit dem Klang der Sprache zu, na, weil das Mittel ist, überhaupt die Poesie attraktiv zu machen. Da wird die Sprache zu einem zweiten Mittel, außer dass sie einen Gedanken ausdrückt, drückt sie den auch noch so aus, dass es wohlklingend fürs Ohr ist. Aber ich sag's nochmal anders. Die Einwände, ja, die du gebracht hast, sind allesamt nichts. Das sind Einwände, wie sie im Seminar bei Müller-Seidel machen kannst. Ja, jetzt zurück zum Ersten. Als ob ein Dichter das von sich behaupten würde. Leider ist es ja so, dass wir zwar auch aus der praktizierten Dichtung dieselben Urteile herkriegen täten, aber dass die Dichter nichts unterlassen haben, um diese ihre eigene Vortrefflichkeit in endlosen Briefwechseln, Dichtung und Wahrheit, so zum Kotzen raushängen zu lassen, dass sie seit, übrigens nicht erst die Bürgerlichen, sondern die Alten, einen ewigen Streit führen um Prodesse aut delectare. Ja, was denn ist? Darf man nur zu Gefallen suchen? Oder muss man vielleicht auch was Nützliches machen? Oder ist die Belehrung, die moralische Intention der Dichtung Kant, Winkelmann und so weiter? Ist das der Witz? Sie reden doch über nichts anderes, wenn Sie mal nicht gerade dichten, als über den Auftrag und die Botschaft, die Sie mit Ihrer Dichterei in die Welt setzen wollen. Lies einmal die Briefwechsel, lies einmal die Verrücktheitsergüsse der deutschen Literaturgeschichte in dieser Hinsicht. Die ganzen Lebenszeugnisse, die ganzen Biografien sind von nichts anderem voll als diesem Urteil über sich selbst und über den hohen Auftrag, den man sich zuschreibt. Am Anfang war das Zitat, um einmal das als Beweis anzuführen, weil es schon da war. Das Zitat, warum sagen denn immer Dichter, sie wären Werkzeug von was? Es würde ihnen eingegeben, warum machen sie in ihrer ganzen Subjektivität sich sie machen sich zum Federkiel eines Prinzips. Das kannst du bei jeder Dichtung im Vorwort, Faust, das Vorspiel auf dem Theater ist schon die ganze Turnerei. Du kannst beim Brecht in den methodischen Schriften zum Theater lesen. Nichts anderes haben sie nicht gemacht. Also bestreiten nicht Sachen, die deswegen hier nicht ausführlich dargestellt werden, weil wir unterstellen, das weiß jeder Germanist oder jeder, der hier eine Philologie studiert. Ich bin immer noch nicht zufrieden, weil du hast, das was Dichtung ist, für mich immer noch nicht erklärt. Sondern jetzt die verkorkste Subjektivität mancher Dichter. Und das ist klar, das gebe ich zu. Man muss allerdings auch fragen, woher die kommt. Dichten ist sehr wahrscheinlich ein sehr schwieriges Handwerk. Ja, es ist so. Und es ist tatsächlich von daher eine gewisse Sonderstellung des Dichters zur Welt da. Das ist einwandfrei klar. Und jetzt hat er immer die zum Teil wirklich verkorkste Subjektivität, die nach so einem Thomas Mann, der mir da auch nicht sympathisch ist, aber zum Beispiel Kafka oder so hat es ganz genau an sich gekannt, hat er gegen die Dichtung selbst gehalten. Also indem nämlich die Leute verkorkst sind, neurotisch oder was weiß ich alles, oder sich selbst dauernd zum Gegenstand machen, sei das praktisch schon ihre Dichtung, hast du gesagt. Und das ist natürlich ein Witz, ja. Nämlich sonst, du bringst einen Dichter und Dichtung auf Tagebuchschreiber runter und setzt sie gleich mit pubertären Ergüssen, was weiß ich, vom 16-jährigen Jungen oder Mädchen. Und das ist einfach zu primitiv. So leicht kann man sich's mit dem Phänomen einfach nicht machen. Es ist einfach
Verfälschung dessen, was ich gesagt habe. Pass auf, jetzt hast du eine neue Personage eingeführt, die bei mir gar nicht vorgekommen ist. Jemand, der verkorkst ist. Das habe ich nicht gesagt. Ich sagte, um das aufzuklären, den Unterschied zwischen einem Verkorksten und einem Dichter. Der Verkorkste dichtet nicht, sondern wird verrückt vielleicht. Ich habe da nicht aus der psychischen Verfassung von irgendjemand dann seinen Hang zum Dichten abgeleitet. Ich habe über den Willen zu dichten, das Bewusstsein eines Menschen geredet, der sich entschließt, der Welt Wesentliches per Dichtung mitzuteilen. Das ist was ganz anderes, wie wenn ich sage, zuerst gibt es verschiedene Verkorkste und die Verkorkstesten, die fangen an zu dichten. Das ist nicht wahr. Ich habe umgekehrt gesagt, dass die Dichter eine seltsame Neigung verspüren, wenn sie mal gerade nicht dichten, immer zu sich als Dichter und in ihrem Verhältnis zur Welt zu problematisieren. Da habe ich Tagebücher und Biografismen und sowas angeführt und habe gesagt, das ist der Beweis dafür, dass die Dichter tatsächlich unser Urteil von sich schon längst haben und besitzen. Dieses Bewusstsein von einer eigenen Vortrefflichkeit, von einem ganz enormen Sensorium, das, mit dem sie der Welt Sachen ablauschen, auch die andere Menschen gar nicht in ihrer Grobheit, in ihrer Rüdheit bemerken. Das machen Dichter ein Leben lang. Und da habe ich nicht gesagt, sie sind verkorkst, sondern da habe ich gesagt, worin ihr Dichtertum besteht. Eine ganz besondere Stellung und nicht irgendeinen Zusammenhang und ein Zusammengehen. Eine besondere Stellung von ihrer Subjektivität und der Welt einzugehen. Also, das schlichte Zeug. Wir zum Beispiel drehen auch mit einer Botschaft an die Welt. Wir seit Jahren sagen wir zu verschiedenen Menschen dieser Gesellschaft, lasst euch den Schmarrn nicht mehr gefallen, ist auch eine Botschaft, wenn du so willst. Aber der Unterschied ist, wir führen als Grund dafür, dass sie sich das nicht mehr gefallen lassen sollen, erstens an die Erklärung dessen, warum so ist, sodass sie sehen können, es lohnt sich auf keinen Fall, sich das weiter gefallen zu lassen. Und es gelacht über in Wissenschaft. Ich muss die Gründe finden, warum, was, wie läuft. Das meinst du, das ist eine ganz andere Stellung wie beim Dichter. Und jetzt halt die doch mal fest, diese Stellung. Das ist der abstrakte Begriff der Dichtung, aber schon ausgeführt mit Beispiel. Du weißt genau, dass Thomas Mann Personagen geschaffen hat, wie Mario den Zauberer wahrscheinlich, Tonio Kröger und so weiter. Jetzt sagst du, und das ist der Unterschied zu uns, ein sehr abfälliges Geschmacksurteil. Er wird dir auch nicht sonderlich sympathisch. Das wirst du von uns nicht hören, als das, was wir zum Thomas Mann zu vermelden haben. Dass er uns nicht sympathisch ist, wie alle Dichter, das ist schon längst raus, aber darum geht es uns wirklich nicht. Der Witz ist doch, was hat denn der in der Weimarer Republik oder später oder früher, was hat denn der über die Welt gedacht und verzapft per Dichtung? Fällt doch mal ein Urteil drüber, was ist denn die Erfindung so einer Person wie Tonio Kröger? Da hat der Dichter schon wieder die sensible Künstlerexistenz personifiziert. Da hat er schon eine Allegorie seiner selbst in die Welt gesetzt, nimm's mal literaturwissenschaftlich. Und das soll dann was sein, sagen wir. Da mag was rauskommen. Da merkst du, das ist die Ausführung, die Konkretisierung des allgemeinen Witzes, dass ein Künstler mahnt, im Unterschied und im Gegensatz zum Rest der Welt, von seiner Subjektivität her, bar des Wissens, sondern von seinem Sensorium, von seinem Gefühl, von seinem Bewusstsein her, einfach einer zu sein, der Sachen erlauscht und der Sachen bemerkt, die anderen abgehen, die ihnen fehlen. Die Welt wäre ärmer ohne mich, ist ein Urteil des Dichters. Und nicht, ich will von der Welt was. Das ist der Ja, der geht gleich weiter über Thomas Mann. Das war eine eingeschobene Kontroverse. Das ist bei uns so Sitte, dass immer eingegriffen werden kann und dass es immer hin und her geht. Manchmal gibt es eine Einigung, manchmal bleiben die Standpunkte gegeneinander stehen und da weiß jeder, woran er dran ist und da wird es verdeutlicht und jeder Anwesende kann sich ein Bild davon machen, welche Seite der Argumentation stimmt. Das war also jetzt ein Einschub. Versuch halt mal die Einwände, wenn du sie noch hast, an den Ausführungen zu den Männern. Aber der ist ja nicht sympathisch, da hast du dann wahrscheinlich keine mehr. Ne? Also der dritte Punkt meiner Ausführung bezieht sich darauf, warum die Dichter
es ohne tiefere Bedeutung nicht tun. Denn auf die Idee, dass das Dichten mehr sein soll als Dichten, kommen die Dichter ja nur, weil sie nicht abseits stehen, sondern gesellschaftlich nützliche Zeitgenossen sein wollen. Keine Instanz hat von ihnen verlangt, dass sie ihre Dichtung als Dienst an der Menschheit verstehen, und dennoch wollen auch die Dichter nicht einfach frank und frei dichten, sondern damit eine notwendige Funktion erfüllen und ihre Freiheit nicht dazu missbrauchen, also ihrem Selbstverständnis nach, nur Objekte des Genusses hervorzubringen. Kaum gibt es also die Sphäre des freien Geistes, und das hat immerhin ein paar tausend Jahre der Menschheitsgeschichte gedauert, kaum stellt die bürgerliche Gesellschaft einen Teil ihres Überflusses zum Dichten zur Verfügung, erlaubt es also ein paar Leuten, bar jeder Notwendigkeit in aller Freiheit ihrem Hobby zu frönen, kaum sind all diese Voraussetzungen für die Betätigung der Freiheit gegeben, setzen sich die Dichter gleich in ein respektvolles Verhältnis zum Reich der Notwendigkeit. Und zwar nicht, indem sie das Dichten aufgeben und irgendeinen Beitrag zum Wirtschaftswachstum leisten, sondern indem sie ihr eigenes Handwerk an dem Prinzip des Beitrags für messen. Sie beurteilen ihr Dichten nach der Idee der Nützlichkeit, gelangen dabei zu dem Ergebnis, es sei nutzlos, weil bloßer Genuss, und erfinden sich buchstäblich und freiwillig eine Notwendigkeit, der sie sich mit ihrem Dichten beugen wollen. Also lautet der Beschluss: Ich dichte nicht bloß, sondern erfülle mit meinem Dichten einen Auftrag für die Gesellschaft. Wenn ich meine Subjektivität dichterisch betätige, dann tue ich das im Auftrag einer höheren Notwendigkeit, gehorche also in der Betätigung meiner freien Subjektivität der Idee dessen, was an der gesellschaftlichen Basis an Notwendigkeiten praktiziert wird. Indem sie sich so selber das Prinzip der Sphäre der Notwendigkeit auferlegen, praktizieren sie das Paradox eines notwendigen oder gesellschaftlich nützlichen Luxus, einer Art Dichtung also, die Luxus bleibt und zugleich dieses luxuriöse Geschäft verantwortlich betreibt. Also das ist der abstrakte Begriff dessen, was in dem Ankündigungsflugblatt bei den Männern dann als politische Verantwortung aufgetaucht ist. Ich mache jetzt gleich weiter über Übergang zu den beiden Männern. Weil sie ja als die beiden Alternativen des vorgestellten Begriffs bürgerlicher Dichtung vorgestellt werden sollen. Das Bewusstsein, dass die Kunst für die Welt da zu sein hat und die Welt auf ihre ästhetische Betrachtung angewiesen, eröffnet zwei Alternativen des Kunstmachens. Die eine lautet: Indem ich als Künstler ganz bei mir bin, erfülle ich meine Aufgabe für die Welt. Und die andere: Indem ich über die Nützlichkeit meiner Dichtung für die Welt dichte, komme ich meinem Auftrag für die Welt nach. Für diese beiden Alternativen haben Heinrich und Thomas Mann recht passende Schimpfwörter entwickelt, von denen in der Ankündigung schon einige zitiert waren. Also Heinrich schimpft Thomas einen unverantwortlichen Ästhetizisten, und Thomas kontert mit: Du bist ja nur ein Belletre-Demokrat. Was daran wahr und was daran unwahr ist, werden meine beiden Nachredner jetzt klarstellen. Was einem bei Thomas Mann als erstes auffällt, ist, dass er das Problem, mit dem er sein Leben lang die Öffentlichkeit in Atem hielt, in mir ist ein neuer Goethe auferstanden und niemand merkt es, dass er dieses Problem ziemlich konsequent zum einzigen Thema all seiner Werke gemacht hat.
die Buddenbrocks, die Kaufmänner, in den Buddenbrocks die Kaufmänner sind. Kommt die künstlerische Produktivität und Sensibilität zum Vorschein. Der Lotte in Weimar geht es für Lotte um den Widerstreit von hoher Romanwirklichkeit und banalem Lebensalltag und für Goethe um die existenzielle Künstlereinsamkeit. Der Dr. Faustus behandelt im Beispiel der Musik, Zitat, die Situation der Kunst überhaupt, der Kultur, ja des Menschen, des Geistes selbst in unserer durch und durch kritischen Epoche und führt in Leverkühn die bis zum Exzess gehende Exzentrizität als Bedingung des Künstlertums vor. Der arme Tonio Kröger trägt den Gegensatz schon im Namen mit sich rum. Der südlich künstlerische Tonio gegen den nördlich bürgerlichen Kröger. Der Hochstapler Felix Krull ist darin einer, dass er sich wie ein Künstler geriert, ohne dessen existenzielle Not in sich zu haben. Der Tod in Venedig schließlich hat zum Thema den plötzlichen, Zitat, Einbruch einer Leidenschaft in eine scheinbar gesicherte Künstlerexistenz, die, Zitat, Entwürdigung eines hochgestiegenen Geistes. Thomas betont also in all seinen Werken die Außergewöhnlichkeit der Künstlerexistenz verglichen mit dem Rest der Welt, also den bürgerlichen Existenzen. Thomas betont also in all seinen Werken die Außergewöhnlichkeit der Künstlerexistenz verglichen mit dem Rest der Welt, also den bürgerlichen Existenzen. Warum? Thomas Mann ist ein Künstler, dem die bürgerliche Welt Anerkennung entgegengebracht hat und das nicht zu knapp. Er ist ausgestattet mit Ehrendoktorhut, Nobelpreis und amerikanischer Staatsbürgerschaft. Er hat ja Villa, Familie und Sohn Golo. Aber wenn man hier, falls man nicht nur ironisch sein will, die Tatsache, dass Thomas Mann die amerikanische Staatsbürgerschaft erworben hat, ihm noch zu seinen Ehrendoktorhüten sozusagen draufpacken will, nicht? Ohne sich der Umstände bewusst zu sein oder sie auch nur anzudeuten, die ihn dazu gebracht haben, die amerikanische Staatsbürgerschaft anzunehmen, dann halte ich das für ganz unmöglich, für unanständig und unverantwortlich. Ich weiß, dass Sie lachen, aber Sie werden ohnehin hier in einer Weise über Probleme der Dichtung unterrichtet, die Sie nur dazu erziehen soll, und Sie nehmen das ja alles ganz brav an, nicht? Sind ja reine rezeptive Schlucker dieses dummen Zeugs, was da vertreten wird, in denen Ihnen weisgemacht werden soll, nicht? Bitte? Ich streite mich genug mit den Freunden und bin auch hierher gekommen und habe Gott sei Dank doch nun erfahren, dass man auch über Thomas Mann redet. Aber wenn man so redet, verzeihen Sie bitte, nicht, dass man in einem Atemzug, nicht, ein Problem, das eines der schwierigsten für Thomas Mann zu bewältigenden Probleme gewesen ist, nämlich aus Deutschland vertrieben worden zu sein durch die politischen Verhältnisse und wegen seines Werks, dann finde ich, das ist völlig ungehörig und das vermisst jeden menschlichen Anstand. Und ja, Sie haben offenbar keinen, nicht? Und ich wollte das hier nur gesagt haben, weil ich es unmöglich finde, dass Sie in dieser Weise nicht über jemand reden. Sie können natürlich die ironische Stimmung hier durchhalten, aber dann bitte auch wirklich durchhalten und nicht in einer Weise nicht über Dinge reden, die Sie besser dann überhaupt nicht berühren sollten, weil Sie davon nichts verstehen. Na, da muss man vielleicht einmal den Ton ändern, Herr Sontheimer. Sie sagen, hier werden Sie zum Publikum in einer Weise über Dichtung unterrichtet, das. Was ist denn nach Ihrem das eigentlich gekommen? Was war denn die verkehrte Weise, wie hier über Dichtung? Haben Sie einen Fehler entdeckt vorhin an den Ausführungen von meinem... Dann wäre eine Auseinandersetzung entstanden. Wo war die verkehrte Weise des Unterrichtens über Dichtung hier gelegen? Ich sage Ihnen eines, was Sie stört, dass der Respekt vor dem Mist entfallen soll hier, dass einmal objektiv drüber gesprochen wird. Warum soll man eigentlich vor der Dichtung Respekt haben, bevor man mal prüft, welchen
Neigungen, welchen Willen, welchem Bewusstsein sich ihr zustande kommen, überhaupt verdankt. Weswegen soll man Thomas Mann? Deswegen, weil er vertrieben worden ist, wie Sie sagen, ja? Drittes Reich und sowas. Deswegen auch gleich mit seiner ganzen Dichtung hofieren. Hofieren Sie in der gleichen Weise einen Kommunisten und seine Ideen, der im KZ verrückt ist. Tun Sie das als Politologe. Das Mörder haben wohl Ihre Geschichte mit dem Anstand rauf und runter. Hier geht es darum zu bemerken, dass diesem Mann, und das war der ganze Satz, alle Ehren der bürgerlichen Welt zuteil geworden sind. Und da war ein ironischer Schlenker mit der amerikanischen Staatsbürgerschaft dabei. Ich will Ihnen sagen, warum. Weil dieser Mann nicht einfach die Staatsbürgerschaft als etwas angesehen hat, das man dann halt wechselt, wenn es erforderlich ist. Weil auf dieser Welt eben Staaten bestehen und der Mensch unter eine Staatsbürgerschaft subsumiert wird, da hat er Rechte und Pflichten, meistens sehr viel Pflichten. Sondern dieser Mensch hat ein Lebensproblem, schon wieder ein existenzielles Problem draus gemacht, und das wollen Sie, dass wir es mit ihm tun. Wieso denn eigentlich? Warum hatten einen Thomas Mann ein Problem, jetzt keinen deutschen, sondern einen amerikanischen Pass mehr haben, weil er der Repräsentant, und das war auch der Einleitungsgedanke hier, des deutschen Geistes sein möchte. Jetzt sage ich Ihnen noch mal was zum deutschen Geist. Wenn es überhaupt in der Welt um Geist geht, ne, dann hat er keine Nationalflagge vor sich. Bei Thomas Mann hat er sie aber immer, trägt er sie vor sich hin wie ein Besoffener seine Fahne. Also nicht, dass dem Thomas Mann diese Anerkennung nicht recht wäre, aber sie ist ihm Anlass zu betonen, dass sich das werte Publikum, es sich mit einem Geist vom Kaliber eines Thomas Manns nicht so leicht machen dürfe. Hier lese ich ein Zitat vor. Ja, es geht auf das Verhältnis zwischen Autor und Publikum. Ja, während seine Bildwerke die gläubig Genießenden unterhielten, erhoben, belebten, hatte er, der jugendliche Künstler, die 20-Jährigen durch seine Zynismen über das fragwürdige Wesen der Kunst, des Künstlertums selbst in Atem gehalten. Unterhaltung ist also schaler Genuss, und die gläubige Gemeinde hat keine Ahnung, was es da eigentlich genießt. Hinter jedem Werk steht nämlich ein Ringen. Was will der Mann eigentlich? Er will dem Publikum demonstrieren, dass er die Anerkennung, die sie ihm ohne weitere Umschweife bereitwilligst gibt, aus einem anderen, nämlich viel tieferen Grund verdient hat. Warum sagt er denn immer, dass der Künstler etwas Besonderes, aus der bürgerlichen Normalität Abgehobenes sei, dass er sich nicht mit einer Anerkennung zufrieden gibt, die zu schnell oder zu leicht verdient ist? Offensichtlich stört ihn an der bürgerlichen Gesellschaft ausgerechnet der Umstand, dass das Künstlersein ein anerkannter Beruf ist. Und zwar deshalb, weil damit seine extravagante Natur in die Nähe des Gewöhnlichen rückt. Es ist halt ein Beruf. Das gehört sich jetzt schwer zurechtgerückt. Deshalb führt er einen verrückten Scheinkampf gegen die Normalität, als ob einer seiner Leser ihn mit einem Angestellten verwechselt hätte. Gerade da, wo er selbst der beste Beweis dafür ist, dass die bürgerliche Gesellschaft sehr kunstfreundlich ist, die Kunst im Land der Dichter und Denker durchgesetzt ist und sie mit nichts mehr zu kämpfen hat, macht er diesen Scheinkampf auf. Er behauptet glatt, dass es überhaupt nicht selbstverständlich sei, dass es Kunst geben darf, dass es äußerst problematisch sei, Künstler zu sein. Er kokettiert also mit seiner Differenz zur Gewöhnlichkeit. Was heißt, dass er sein Künstlertum in den Dienst einer verrückten Beweisführung stellt. Er erfindet sich den nicht anerkannten Künstler, um sich mit viel tieferen, außergewöhnlichen Eigenschaften die Anerkennung dann doch endlich, nämlich wahrhaft, zu erringen. Wie erzeugt er jetzt diese Differenz zwischen sich und dem Rest der Welt? Sehr einfach, er ist Künstler, die anderen nicht. Deshalb sind die anderen nicht Künstler, und das heißt halt gewöhnliche Durchschnittstypen. Er seinerseits ist nicht normal, also außergewöhnlich Künstler. Zitat: Zu einer Zeit, da man billig noch in Frieden und Eintracht mit der Welt leben sollte.
also in der Jugend, ne? Darüber geht irgendwie über die Jugend das Zitat. Da fangen die Künstler an, sich gezeichnet, sich in einem rätselhaften Gegensatz zu den anderen, den Gewöhnlichen, den Ordentlichen zu fühlen. Der Abgrund von Ironie, Unglaube, Opposition, Erkenntnis, Gefühl, der sie von den Menschen trennt, klafft tiefer und tiefer. So einfach geht's einerseits, wenn sich ein Künstler über die Masse erhebt. Das Nicht-Dazugehören reicht als Argument. Andererseits kann er sich's natürlich noch viel schwerer machen. Wenn man es auch dem Werk nicht ansieht, und das ist das Dumme, und deshalb gehört sich's immer dazu gesagt, das Werk ist Ergebnis eines ganz außergewöhnlichen Vorgangs. Hier ist ein Abgrund überwunden worden, wie gerade in dem Zitat gesagt worden, von dem sich der Normalo nichts träumen lässt. Wieder Zitat. Es ist sicher gut, dass die Welt nur das schöne Werk, nicht auch seine Ursprünge, nicht seine Entstehungsbedingungen kennt. Denn die Kenntnis der Quellen, aus denen dem Künstler Eingebung floss, würde sie oftmals verwirren, abschrecken. Das Abschreckende oder Verwirrende, von dem die Welt keine Ahnung hat, ist das, was in der Seele des Künstlers sich an Unerhörtem abspielt. Er ist nämlich von ganz Auserlesenem, nichtsdestotrotz sehr verwerflichen Lüsten und Versuchungen gepeinigt. Lese ich wieder ein Zitat vor. Aber Form und Unbefangenheit führen zum Rausch und zur Begierde, führen den Edlen vielleicht zu grauenhaftem Gefühlsfrevel, den seine eigene schöne Strenge als infam verwirft, führen zum Abgrund auch sie. Dieser Abgrund kann dem Leser nicht oft genug vermeldet werden, denn er steht ein dafür, dass beim Künstler andere Maßstäbe gelten. Amoralität ist bei ihm nämlich Ausweis seiner Außerordentlichkeit. Diese Amoralität überwindet er aber darin, indem er völlig frei sich selbst seine eigenen moralischen Maßstab setzt. Die Tiefe des Abgrunds weist daher das Heldentum des Überwinders aus. Wieder Zitat, wer enträtselt Wesen und Gepräge des Künstlertums? Wer begreift die tiefe Instinktverschmelzung von Zucht und Zügellosigkeit? Und weil es niemand enträtselt, muss der Künstler sein Wesen selbst enträtseln. Es besteht darin, dass er eine Selbstbeherrschung an den Tag legt, die den Normalen deshalb so haushoch überlegen ist, weil sie ein Selbst im Zaum hält, das nichts als Abgrund ist. Die Differenz zum bürgerlichen Menschen ist also jetzt so hergestellt. Der Grad des Ringens beim Künstler kann von dem Normalmenschen nie erreicht werden, weil es bei dem nichts zu ringen gibt. Thomas Manns Erfolg ist also wirklich verdient, weil errungen, während der Erfolg des Bürgers eine matte Sache ist. Maßstab dieses Vergleichs ist also nichts anderes als das in der bürgerlichen Gesellschaft geltende Kriterium, dass Erfolg nur einem anständigen Menschen zukommt. Den teilt Thomas Mann. Und zwar so sehr, dass er ihn nur für sich gelten lässt. Damit distanziert er sich. Von der gängigen Moral als platt. Deren Forderung, das Erlaubte vom Unerlaubten täglich zu unterscheiden, lässt er für sich so nicht gelten. Das, was ihm erlaubt ist, weiß nur er selbst. Und niemand anderer kann darüber befinden, wie gemein es eigentlich in ihm zugeht, weshalb seine moralische Leistung eine ungeheure ist. Das ist jetzt also ein längeres Zitat, wie es beim Künstler zugeht. Mit 40, mit 50 Jahren, wie schon in einem Alter, wo andere verschwenden, schwärmen, die Ausführung großer Pläne getrost verschieben, begann er seinen Tag bei Zeiten mit Stürzen kalten Wassers über Brust und Rücken und brachte dann ein paar hoher Wachskerzen in silbernen Leuchtern zu Häupten des Manuskripts, die Kräfte, die er im Schlaf gesammelt, in zwei oder drei inbrünstig gewissenhaften Morgenstunden der Kunst zum Opfer dar. Es war verzeihlich, ja, es bedeutete recht eigentlich den Sieg seiner Moralität,
Wenn Unkündige sein Werk für das Erzeugnis gedrungener Kraft und eines langen Atems hielten, während sie vielmehr in kleinen Tagewerken aus aberhundert Einzelinspirationen zur Größe emporgeschichtet und nur darum so durchaus und an jedem Punkte vortrefflich waren, weil ihr Schöpfer mit einer Willensdauer und Zähigkeit jahrelang unter der Spannung eines und desselben Werkes ausgehalten und die eigentliche Herstellung ausschließlich seine stärksten und würdigsten Stunden gewandt hatte. Die künstlerische Amoralität ist also eine reine Fiktion. Sie ist nichts als das Vorführen des Gefährdetsein des Künstlers durch innere Drangsale, um dessen Wohlanständigkeit desto besser zum Vorschein zu bringen. Schließlich hat sich ja Thomas Mann nicht praktisch, die Moral mit Füßen getreten, ist nächtelang in irgendwelchen liederlichen Kaschemmen rumgehangen, sondern er schmückt sich mit den Attributen eines Liederlings aus, um dem Leser die Differenz zu diesem gerade nahezulegen. Zitat: Siehst du nun wohl, dass wir Dichter nicht weise noch würdig sein können, dass wir notwendig in die Irre gehen, notwendig liederlich und Abenteurer des Gefühls bleiben. Die Meisterhaltung unseres Stils ist Lüge und Narrentum, unser Ruhm und Ehrenstand eine Posse, das Vertrauen der Menge zu uns höchst lächerlich, Volks- und Jugenderziehung durch die Kunst ein gewagtes, zu verbietendes Unternehmen. Denn wie sollte wohl der zum Erzieher taugen, dem eine unverbesserlich und natürliche Richtung zum Abgrunde eingeboren ist? Wer nach diesem Zitat meint, und das kommt aus dem Tod in Venedig, würde er jetzt in dieser Erzählung vom Autor mit lauter Schweinskram behelligt, der hat sich getäuscht. Schließlich ist dieses Stück ja keineswegs jugendgefährdend und taugt sehr wohl für die Erziehung. Weshalb die Schüler es übrigens ja auch dauernd lesen müssen. Thomas Mann setzt sich hier ins Verhältnis zu erfundenen Vorurteilen über die Kunst, liederlich und so fort, Abenteurer. Tut so, als gäbe es jemand, der die Kunst für ein sittengefährdendes Unternehmen hielte. Und warum? Bloß um den Schweinskram für die Bedingung als Bedingung für Höheres auszugeben. Nicht, dass er nun mal wirklich loslegt, sondern er wollte ja die Abgründe nur genannt haben, damit allen klar ist, durch was für Tiefes der Dichter zu seinen Höhen klimmt. Dieses konstruierte Selbstbild hat nun sein Gegenstück in dem analog konstruierten Bild der Normalität. Zitat: Das Leben, wie es als ewiger Gegensatz zum Geiste und der Kunst gegenübersteht, das Normale, Wohlanständige und Liebenswürdige, ist das Reich unserer Sehnsucht, ist das Leben in seiner verführerischen Banalität. Das ist die Kritik Thomas Manns am Rest der Welt. Normal und wohlanständig geht's dazu, liebenswürdig und banal. Für sowas hat er nur Verachtung übrig. Der Rest der Welt dümpelt friedlich heiter vor sich hin. Da kann der Künstler doch nur sagen, eure Sorgen, die möchte ich mal haben. Und das ist zweifach zu verstehen. Die Verachtung des Rests der Welt als banal trägt sich hier nämlich im Gestus des Neides vor. Denn das Banale ist das Reich dichterischer Sehnsucht. So hieß es im Zitat, aus dem er, der Dichter, immer ausgeschlossen sein muss, weil er ja sonst kein Dichter mehr wäre. Zitat, der ist noch lange kein Künstler, der die Sehnsucht nicht kennt nach dem harmlosen, einfachen und lebendigen, nach ein wenig Freundschaft, Hingebung, Vertraulichkeit und menschlichem Glück, die verstohlene und zehrende Sehnsucht nach den Wunden der Glückseligkeit. Dieser Gestus des Neides, Gestus deshalb, weil Thomas Mann von niemand gehindert wird, einfach ins Büro zu gehen. Gestus deshalb, weil er ja Künstler sein will. Zitat, es ist aus mit dem Künstler, sobald er Mensch wird und zu empfinden beginnt. Dieser Gestus des Neides dient der Selbstrechtfertigung. Seine Erhabenheit und wahre Größe besteht ja darin, dass er sich selbst vom Glück ausschließt. Was für ein ungeheurer Verzicht, der auf nichts weniger als auf das Menschsein verzichtet. Der Künstler beneidet die Welt, weil er leiden muss. Worin besteht sein Leiden?
dass er der Sphäre der Notwendigkeit enthoben ist. Das ist das furchtbar Schlimme. Als ob nicht er beschlossen hätte, sich als Leidenden vorzuführen, damit jedermann vor seinem edlen Opfertum vor Ehrfurcht ablasst. Es ist also die Differenz ausgepinselt. Erhabenheit des Künstlers auf der einen Seite, Banalität des Lebens auf der anderen. Und genau das ist es, was die Welt unbedingt hören muss. Die Leser sollen sich mit dem ungeheuren Unterschied zwischen dem Künstler und dem Rest der Welt, sollen diesen ungeheuren Unterschied vernehmen, damit die Anerkennung, die Thomas Mann gebührt, dann letztlich auch wohl verdient ist. Thema seiner Schriften ist deshalb immer, dass die Anerkennung des Künstlertums eine sehr problematische Angelegenheit sei, als handelte sich die bürgerliche Welt mit ihren Künstlern die größten Gefährdungen ein. Deshalb ist nur der Künstlerthema, der als anrüchige Gestalt aufbereitet wird. Exzentrische Gestalten werden da vorgeführt, um zu belegen, wie wenig anrüchig sie letztlich doch sind, weil sie es furchtbar schwer haben. Wenn man mal den Tod in Venedig ohne den Tiefsinn, der damit transportiert werden soll, liest, dann hört er sich ungefähr so an. Ein gealterter und zu öffentlichem Ansehen gelangter Dichter entschließt sich beim Warten auf die Straßenbahn in der Ungarer Straße, eine Reise in den warmen Süden zu tun. Auf einer Adria-Insel merkt er, dass er dorthin eigentlich gar nicht wollte, sondern nach Venedig. Nach einigen leidigen Erfahrungen mit den Ausländern landet er in einem Kurhotel am Lido, das seinen aristokratischen Ansprüchen vom Publikum, Personal und Komfort her entspricht. Dort wird er auf einen adretten Polenbuben aufmerksam, dessen große Familie zufällig auch im selben Hotel Urlaub macht. Weil aber der Dichter Aschenbach auch nicht mehr der Jüngste ist, setzt ihm die stinkige Schwüle Venedigs stark zu, sodass er schon wieder woanders hin will, obwohl es ihm eigentlich sonst ganz gut gefallen hätte, vor allem weil der besagte Knabe so hübsch anzuschauen ist. Als er schon fast im Zug weg von Venedig sitzt, stellt sich raus, dass sein Gepäck falsch verladen wurde. Also bleibt er doch und wird für den notgedrungenen, aber nur zeitweiligen Verzicht auf seine Anzüge, Ausgehstrand und Abendanzug, voll durchs bessere Wetter, vor allem aber wieder durch den kleinen blonden Polen entschädigt, dem er jetzt überall beim Baden, Essen und Spielen begeistert zuschaut. Da passiert endlich, was Aschenbach nie von sich geglaubt hätte. Anhand der anhaltenden Betrachtung des schmächtigen Blondschopfs, sonst tut Aschenbach so gut wie nichts in seinen Ferien, spürt er homoerotische Gefühle in sich aufsteigen, die ziemlich in einem schweinischen Traum, die Luft wird auch schon wieder schwüler, kulminieren. Schließlich erniedrigt sich der honorige Künstler so weit, dass er sich färben und liften lässt und dem Kleinen richtiggehend nachsteigt. Zum Glück ist aber in Venedig schon länger die Cholera ausgebrochen und der Dichter stirbt an ihr stilgerecht im Liegestuhl, was sich gut trifft, weil die Polen sowieso abreisen wollten. So war die Story. Da sie aber die besondere Verfasstheit des Künstlers vorstellig machen soll, von der aus dieser das alles viel tiefer erlebt, müssen einige ungeahnte Abgründe her. Aschenbach anlässlich des Urlaubs. Es war Reiselust, nichts weiter. Aber wahrhaft als Anfall auftretend und ins Leidenschaftliche, ja bis zur Sinnestäuschung gesteigert. Und diese Sinnestäuschung wird dann vorgeführt. An der Trambahnhaltestelle in der Ungerer Straße, Zitat, sah er aus geilem Farngewucher, aus Gründen von fettem, gequollenem und abenteuerlich blühendem Pflanzenwerk haarige Palmenschäfte nah und fern hervorstreben. Dieses Nichts weiter aber ist wirklich nichts weiter, soll aber dem Leser ein sehr wohl etwas weiter suggerieren und zusammen mit dem Farngewucher zum Ausdruck bringen, dass es eine sehr, sehr bedeutende Reiselust ist, um die es hier geht. Der Leser wird also enttäuscht. Ein knackiger Porno kommt nicht. Was wird ihm stattdessen geboten? Es wird nur immer darüber gelabert, dass man jetzt einiges an niedrigen Gelüsten sich schon dazu denken müsse. Und warum? Um das Künstlertum und seinen furchtbar inneren Drang zu demonstrieren. Denn was ein Künstler ist, der ist von höherer Notwendigkeit und existenzieller Zwangsläufigkeit befallen. Aschenbach muss verreisen, weil ihn das untergründig Sinnliche in die Ferne drängt. Er muss schwul werden, weil in seinem entsagungsreichen Dienst an der Schönheit der Eros in seinen wüstesten Gestalten schon daheim ist.
Er muss in der Kulisse des verseuchten Venedig sterben, weil sich dort spiegelbildlich genau die unsauberen Vorgänge wiederholen, die auch in seiner Seele als Motor des Schöpferischen wirken. Doch damit noch nicht genug. Diese Verpackung von Banalitäten in geiles Farngewucher könnte ja den Leser glatt dazu verführen, sich einzubilden, er hätte den manchen Tiefsinn schon mitgekriegt. Da schmettert Mann ein entschiedenes Nein entgegen. Passagenweise wird nun dem Leser verkündet, jetzt einzuhalten, indem er ihm klarmacht, dass der Leser ohne manche Nachhilfe sich nicht an die Deutung des Tiefsinns wagen darf. Mit diesen Erläuterungen stellt Thomas Mann klar, was der Leser für ein Würstchen ist, der ihm die Anerkennung aus völlig verkehrten Gründen entgegenbringt. Die Distanz zwischen sich und dem Leser ist also nicht nur Thomas Manns Thema und alleiniger Inhalt seiner Werke, sondern wird dem Leser nochmal extra hingerieben. Und zwar so, dass er daraus ein Stilmittel macht, Ironie. In der ironischen Schreibweise weist es Thomas Mann weit von sich, dass ihn überhaupt jemand verstehen könne. Denn wenn Thomas Mann die Bedeutung unterstreicht, indem er sie dazu sagt, dann um den Leser zu übertölpeln. Das, was gewesen war, soll es nicht gewesen sein, sondern viel tiefer hat man die Chose zu verstehen. Und dass der Leser den Autor verstanden hätte, nachdem er die erläuternden Passagen gelesen hat, bestreitet Thomas Mann, indem er sie verrätselt. Wenn jedermann da so einfach mitkäme, wo bliebe denn da die Exklusivität? Deshalb dienen auch die zahlreichen Einschübe nicht als Klärung, sondern zur Vergeheimnissung. Und so fasst sich der ganze Thomas Mann in folgendem schönen Spruch zusammen. Zitat: Schönheit macht schamhaft, dachte Aschenbach und bedachte sehr eindringlich, warum. Den Kerzen, die er da morgens zum Schreiben braucht und so weiter, da habe ich gemerkt, dass er ein ganz primitives bürgerliches Vorurteil gegen die Kunst und die Künstler, nämlich ja, das sind so Spinner, so Typen, die es halt mit einem Besonderen haben, die nicht sind so wie wir. Dieses primitive Vorurteil, das nützt er hier aus, um praktisch die Kunst selbst und die Probleme der Kunst einfach vom Tisch zu wischen. Ja. Ja, Moment mal. Ja, ich habe mit Thomas, ich heiße zwar auch Thomas, aber mit dem nichts zu schaffen. nee, also es ist nicht mein, also gleich mal dazu, es ist nämlich gar nicht meine Sache, jetzt über Kunst zu reden, sondern ich red über das, wie ihr über Kunst redet. Weil ihr habt den Anspruch, hier verfochten, Kunst zu erklären, und da habe ich immer wieder eingesetzt, dass das für mich unklare Sachen sind, dass da zum Beispiel Begriffe wie spannend, schön, völlig ungeklärte Sachen sind. Weil Schönheit ohne Inhalt zum Beispiel kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich kann ruhig positiv auch einiges sagen, was ich mir jetzt da in Gedanken aufgeschrieben habe während des Vortrags. Und zwar wurde da gesagt, der Künstler stellt sich in einer Besonderheit zur Welt, also in einer Distanz zur Welt. Das ist tatsächlich richtig. Aber nicht deshalb, wie ihr das sagt, weil er sich halt als toller Typ vorkommt, und daraus erklärt er ja die Kunst, der will halt was Besonderes, was anderes sein, sondern weil er nur über die Distanz selbst, über die Welt was sagen kann. Und natürlich kommt er über diese Distanz zu einem Leiden, das ist doch völlig klar, weil er damit in der Tat sich nicht mehr einfach nur beteiligen kann. Das heißt aber noch lange nicht, Das wäre gerade ein schlechter Künstler, und die Sachen, die der Thomas Mann geschrieben hat über das Verhältnis Kunst-Bürger, würde ich auch wirklich für sehr fragwürdig zumindest sehen oder euch da recht geben. Aber damit kann man nicht die ganzen Künstler und die Kunst selbst niedermachen, und das tut ihr, und das ist eine Sauerei einfach. Das ist einfach auch eine Verhöhnung dieser Leute, die übrigens auch im KZ zum Teil gestorben sind, nicht nur Kommunisten. Ja, und auch von Kommunisten, zum Beispiel Majakowski und so weiter, ist einfach umgebracht worden. Künstler sind ins Irrenhaus gesteckt worden, wie Robert Walzer. Man kann diese Opfer, das ist auch eine Verhöhnung der Leute, die dann echt auch Opfer wurden.
Nee, das geht nicht darum, dass man sie dadurch nicht mehr kritisieren darf, aber bei euch kommt im Unterton eine Verachtung dieser Leute raus, wie ich es vorher schon gesagt habe, an dem, wie ihr über Kunst redet, anhand von Thomas Mann. Anhand von Thomas Mann werden nämlich die ganzen Künstler und die Kunst selbst mit weggewischt vom Tisch. Und das ist eine Verachtung dessen, was diese Leute geleistet haben. Ich meine zum Beispiel, wenn er schon von Schönheit redet, ja, Hölderlins Gedichte oder die Musik von Mozart ist ja sicher in euren Ohren und Augen auch was Schönes. Die hätten diese Gedichte bzw. diese Musik nicht machen können oder komponieren können, wenn sie nicht in einer Distanz oder in einem problematischen Verhältnis zur Umwelt gestanden wäre. Das ist völlig klar. Du, das ist es ja gerade, jetzt bestätigst mich ja, dass der Thomas Mann dauernd sein Umweltproblem da gebracht hat. Das ist auch etwas, wo ich zugebe, was wirklich kritikabel ist und auch ablehnenswert ist. Aber dass du jetzt sagst, der Mozart hätte seine Probleme ja auch zu Umweltproblemen machen können. Und er hat es ja gerade nicht gemacht, oder soweit mir es bekannt ist, ich weiß es nicht. Das ist, damit kann man aber gerade eben, dass daraus siehst du, dass man daraus nicht die Kunst kritisieren kann. Man kann nämlich gerade nicht aus dem Verhältnis, das die Dichter zur Welt haben, ihre Produkte kritisieren. Und diese Produkte, die gibt es schon aus bestimmten Gründen, weil es einfach Lebenstatsachen gibt, mal unabhängig vom Gesellschaften, wie Tod, Liebe und so weiter, Einsamkeit, Verlassenheit, die tatsächlich ihre Berechtigung, die ihr einfach hier vom Tisch wischt. Ja? Und das ist einfach billig, sonst nichts. Eine billige Masche, ein Trick. Und naja, das ist eigentlich schon alles, glaube ich, was ich dazu sagen wollte. Wenn ich noch ein paar Bemerkungen anschließen darf. Ich war wirklich interessiert, mal diese Art von Kunstbetrachtung und Kunstinterpretation kennenzulernen, wie sie hier geübt wird. Nicht? Das geht darauf hinaus, nicht gerade das, worauf es ankommt, nicht aus der ganzen Interpretation herauszutreiben, nämlich das, was die Kunst an dem sein könnte, was hier zur Diskussion steht. Typisches Beispiel dafür, nicht die Reduktion vom Tod in Venedig, nicht auf ein bloßes Handlungsgerüst, nicht damit wird die Banalität und die untergründige Amoralität einer solchen Geschichte enthüllt. Dabei steckt ja gerade in der Art und Weise, wie diese einzelnen Stücke des erzählerischen Gerüsts dann verarbeitet werden, gerade darin steckt ja die künstlerische Qualität einer solchen Novelle. Aber dafür haben Sie ja überhaupt keinen Sinn. Überhaupt keinen Sinn. Sie können dann irgendein Rembrandtsches Bild nehmen, nicht etwa da, wo dieser geschlachtete Ochse herunterhängt, nicht und sagen, da ist ein geschlachteter Ochse. Warum dieser geschlachtete Ochse heute 3 Millionen wert ist, wenn man ihn versteigern würde oder was auch immer. Das heißt, offenbar als eines der größten Kunstwerke der Welt eingeschätzt wird, das wird natürlich aus einer solchen Betrachtung nicht ersichtlich. Und darum haben Sie überhaupt kein Organ für das, worauf es ankommt. Und was nun das Verhältnis Thomas Manns zur Kunst angeht, so ist es doch einigermaßen erstaunlich, dass unsere Interpretin sich überhaupt nicht die Mühe gemacht hat, die unzähligen essayistischen Bemerkungen Thomas Manns zum Verhältnis des Künstlers zur Gesellschaft, nicht in seinen politischen Essays, es gibt einen etwa zum Titel Der Künstler und die Gesellschaft, überhaupt sich einmal anzuschauen. Dort hätte sie viel einfacher als in der stilisierten Form der frühen Novellen nicht eine Antwort auf die Fragen gefunden, die Sie hier interessieren. Dort hätten Sie möglicherweise auch bemerkt, nicht, dass Thomas Manns Einordnung als bürgerlicher Schriftsteller zwar ein gewisses für sich haben mag, aber doch zumindest mit einer gewissen, etwas genauer angeschaut werden muss, weil es dieser bürgerliche Schriftsteller war, der sich für die Notwendigkeit des Sozialismus als der kommenden Zukunftsgestaltung erklärt hat. Wie kommt denn sowas, dass ein bürgerlicher Schriftsteller sowas tut? Das wissen Sie ja alles gar nicht, das wollen Sie auch gar nicht wissen. Und wenn Sie sich weiter auf diese Weise verdummen und dialektisch verbraten lassen, dann tun Sie es bitte. Aber ich halte dann nichts mehr davon, überhaupt mit Ihnen zu diskutieren, wenn das auf diesem Niveau geschieht.
Zuerst zu Herrn Professor Sondheimer und den Niveaufragen. Ich würde Sie doch bitten, noch einen Augenblick da zu bleiben, Herr Professor. Sie können ja noch mal darauf antworten. Sie haben den Vortrag ganz falsch verstanden. Und das war bei Ihnen das Stichwort, Thomas Mann wäre hier als amoralisch dargestellt worden. Die Geschichte wäre als amoralisch denunziert worden, indem ihr nacktes Handlungsgerüst vorgeführt worden wäre in seiner Lächerlichkeit. Hier ist das Gegenteil passiert. Hier ist etwas über ja, Moralität des Künstlers erzählt worden, wie bei dem Moral auftaucht. Und da haben Sie selbst einige ja sehr affirmative Ausführungen dazu gemacht und von daher komme ich dann auf den Vorredner. Das Handlungsgerüst, das geben Sie ja selber zu, das ist sehr banal. Auch der Ochse, der da 3 Millionen kostet, als schlichter Ochse, sehr banal. Lustig allerdings, dass Ihnen gleich die 3 Millionen einfallen, die doch wohl der Ausweis dafür sein sollen, dass es mehr ist als ein bloßer gemalter Ochse. Die Fortführung zum Thomas Mann waren genau in die umgekehrte Richtung hin. Was leistet denn die Geschichte über das hinaus, dass sie ja dieses banale Handlungsgerüst hat? Und da war allerdings eine sehr klare Aussage. Sie prätendiert Tiefsinn. Und nichts anderes macht sie. Und das ist gerade die Leistung vom Thomas Mann, nicht einmal mehr zu sagen, worin er denn bestehen soll, sondern über die ja, Ironie, was laufend besprochen wird, als er nimmt sich immer wieder zurück, bricht es, facettenreich und so weiter, nichts anderes in die Welt zu setzen, als dass es in dem, was er dort erzählt, und das wird allerdings mit allen möglichen Stilmitteln und mit schöner Sprache ausgeführt, vorzuführen, dass es mehr ist als dieses bloße Handlungsgerüst. Der ganze Inhalt ist dann wirklich nur ja, das prätendierte Leiden eines Künstlers. Und da muss man allerdings sagen, ja, das ist eine Unterabteilung bürgerlicher Moral, die zeichnet sich durch einiges aus, wo ich jetzt was dazu sagen muss und komme dann auch auf Ihren Ausgangspunkt, dass man so den Thomas Mann doch nicht angreifen dürfte, wo er emigriert wäre. Am Thomas Mann deshalb so schön zu studieren, weil er ja als bürgerliche Existenz durchaus ein gesichertes Leben geführt hat, das auch gewusst und genossen und betrieben hat, übrigens nicht nur hier, sondern auch in Amerika, dem Mann, und das ist kein Vorwurf, sondern eine Feststellung, dem ist es zunächst mal gut gegangen. Nur dass dagegen andere Dichter zu halten, gleich zu dir, die wegen ihrer Dichtung, weil sie gesagt haben, Dichtung ist mein Auftrag, auch alle möglichen ja, existenziellen Leiden durchgemacht haben, zunächst mal ganz schlichte in ihrer bürgerlichen Existenz und die dann zum Ausweis ihrer Dichtung gemacht haben, halten wir allerdings auch für falsch. Der Dichter, ob er jetzt genug verdient oder nichts verdient, ist uns zunächst einmal scheißegal. Bloß wenn er sich hinstellt und als gesicherte bürgerliche Existenz aller Welt verkündet, er macht zum Thema seiner Dichtung damit nicht zufrieden zu sein, gerade eine Distanz herzustellen zwischen sich, der mehr von der Welt verlangen kann als diese bloße Existenzsicherung, ja, der aus der Existenzsicherung schon so etwas macht wie eine Anzweiflung seines Künstlertums. Das ist allerdings, ja, psychologisch gesprochen oder moralisch gesprochen, Heuchelei. Und der Heuchelei hat sich Thomas Mann sehr ausgiebig gewidmet. Und zwar so ausgiebig, dass in seinen Werken, was als Ironie besprochen wird, nichts ernsthaft übrig bleibt, als eben dies Getue. Dies Getue mit, ja, ich hat der Künstler nicht mehr zu vermelden, hat er nicht mehr zu leiden als der normale Mensch. Zugleich, all die Zitate, zu jedem von diesen Zitaten, und auf den Einwand habe ich eigentlich gewartet, wäre umgekehrt zu sagen, ja, aber das ist doch vom Thomas Mann ironisch gemeint. Ist denn, das meint er doch gar nicht so, sondern das weiß man doch. Er macht auch ganz gegenteilige Darstellungen. Er ironisiert auch Dichter, glossiert sie in seinem Erwählten, macht er lustige Sprüche drüber, dass der Dichter dort ein armes Mönchlein ist, der ganz bescheiden sich aufführt. Die Leistung besteht aber gerade drin, dass eben, ja, in dieser Ironie unterm Strich bloß das übrig bleibt, dass der Dichter als bürgerliche Existenz zugleich mit seinem Dichten einen höheren Anspruch erhebt, den er jetzt laufend in Frage stellt und problematisiert und sich da sein Leiden draus macht. Und damit komme ich dann zu dir, sein Leiden, was er selber so nicht ernst nimmt. Und da ist der Thomas Mann der schlagende Beleg dafür.
Wann nimmt er es denn ernst? Ja, dann, wenn er vom Faschismus vertrieben wird und in Amerika erstens als ein besserer Repräsentant Deutschlands gehandelt wird, zweitens auch als solche sich jetzt aufführt, Reden an die deutsche Nation hält, von denen Herr Professor Sonnenheimer ja so viel gehalten hat, dass er ein positiv anerkennendes Buch darüber geschrieben hat, Reden an die deutsche Nation hält, wo Sozialismus als die Verbindung von Menschlichkeit und Geistigkeit und Antifaschismus auftaucht, also ein Mensch, der gegen den Faschismus auch nichts mehr zu vermelden hat, als der größte Teil der Emigranten damals, nämlich er sei so geistlos und unmenschlich gewesen und hätte ausgerechnet denjenigen die Existenz in Deutschland verunmöglicht, die doch die besseren Repräsentanten Deutschlands und seines Geistes gewesen wären. Das ist allerdings ein Antifaschismus, der, egal ob deswegen jemand im KZ umgekommen ist oder nicht, von uns, ja, von dem wir nicht viel halten, den halten wir allerdings für nicht unmoralisch, sondern für sehr moralisch, nämlich für die Quintessenz bürgerlich-demokratischer Kritik am Faschismus. So, und jetzt zu dir zur zweiten Abteilung. Du machst immer sehr eigenartige Unterscheidungen zwischen guten und schlechten Dichtern. Und die Unterscheidung hat ihren Kern darin, welchem Dichter nehme ich denn sein Leiden ab und welchem nicht. Und dem Thomas Mann nimmst du es offensichtlich nicht ab, deshalb, weil du sagst, der macht so viel Getue um sich selber. Ja, da schau dir mal den Kafka an. Der hat halt auch seine normale bürgerliche Existenz geführt und war Versicherungsmann und nebenher nachts gedichtet. Und hat schon damit übrigens, mit seinem Nachtsdichten und mit dem Inhalt seiner Dichtung, durchaus bedeutet, dass er im Einverständnis mit der Welt lebt und nicht im Gegensatz zur Welt, was du laufend behauptest. Der Inhalt der ganzen Kafka-Geschichten, da muss man sich ja auch nicht schwer machen, der ist doch nur einer, dass der Mensch so fremd in der Welt ist, dass er mit ihr nicht zurechtkommt und dass er gerade als, ja und auch da hast du die Problematik des Künstlers, als der moderne Mensch in der Welt auf lauter Schranken und Hindernisse stößt, und die hast du ja auch von dir aus benannt, der Tod als existenzielles Problem. Ja, wenn du dir natürlich die Anliegen selber machst und damit behauptest, man stände damit als Mensch furchtbar vor den wirklichen Problemen der Welt, dann musst du dir von uns leider Gottes mitteilen lassen, das sind sie sicher nicht, die Sorte Distanz zur Welt, von der halten wir deswegen nichts, weil sie im lauter Einverständnis mit der Welt von sich selber behauptet, es gäbe Probleme, die an denen, die wirklich in der Welt existieren, weit vorbeigehen. Und da stell dich mal ein bisschen ja neben deine Ehrfurcht vor der Dichtung und frag dich mal, sind das denn wirklich die Probleme, wo man was drüber vermelden kann? Und da eine Erinnerung an deinen Anfang, von wegen dem ästhetischen Standpunkt. Da hast du das Urteil über die Dichtung gefällt, man muss doch gerade das Hässliche in ihr anerkennen, weil sie doch damit die hässliche Welt in der Dichtung wahrheitsgemäß schildert. Erstens, kein Dichter behauptet von sich, er dichtet hässlich, sondern er sagt gerade, die Hässlichkeit der Welt bringt er zum Vorschein in seiner Dichtung. So, zu dem Standpunkt will ich noch was sagen. Der setzt erstens voraus, ein Urteil über die Welt, das lautet, dort existieren Probleme, dort geht es unmenschlich zu. Da wird gar keine Analyse der Probleme mehr geliefert, sondern da ist ein moralisches Urteil über die Welt fix und fertig. Jetzt begnügt sich der Mensch aber nicht mit diesem moralischen Urteil, sondern sagt, dieses moralische Urteil gewinnt bei mir die Qualität der schönen Darstellung. Und jetzt soll ausgerechnet die Frage, gefällt es mir, gefällt es anderen, Bin ich damit zufrieden, wie ich es darstelle, der Ausweis dessen sein, dass seine Probleme wahrhaft wären, dass seine Probleme wirklich die der Welt wären. Und da musst du dich mal dran erinnern lassen, wenn die Welt nach den Fragen von schön und hässlich entschieden würde, wenn überhaupt das Kriterium wäre, sie zu beurteilen, dann wäre es wirklich einfach. Dann müsste man alles schöner machen und dann wäre die Welt in Ordnung. Das Komische, was mir aufgefallen ist, jetzt wie der Wolfgang das erzählt hat, dass eure Standpunkte, also der von Herrn Sonnenheimer und deiner, sehr komplementär sind. Auf der einen Seite die Behauptung von Herrn Sonnenheimer, so lässig hin,
Ja, wenn das die Frage bei Thomas Mann ist, was Sie interessiert, also die Frage Künstler und Gesellschaft, Problematik Künstlergesellschaft, das ist ein so eklatantes Missverständnis dessen, was wir über die Dichtung anhand von Thomas Mann gezeigt haben. Klar, vorher haben wir es abstrakt mit einigen Belegen aus der Literaturgeschichte gemacht. Aber jetzt an Thomas Mann mal das klar zu machen. Das ist nicht, was uns interessiert, sondern es ist das, was der Thomas Mann als das Ausgezeichnete, Besondere an sich selber ständig in die Welt gesetzt hat. Ich sage es noch anders mit dem Einwand von ihm. Wir haben tatsächlich behauptet, dass die Dichtung, das Werk von diesem Dichter und von vielen anderen auch, und dann jetzt hat er es über Kafka gemacht, wenn dir noch einer einfällt, ich kann sogar noch was über deinen Pavese sagen, wenn es not tut, bloß wird es immer wieder weg von den Männern. Dass die Dichter mit ihren Werken nichts anderes machen, als sich in dieses Verhältnis zur Welt zu begeben. Oder die Dichtungen, die Werke, sind das institutionalisierte Gewissen von äußerst sich vortrefflich dünkenden, von allen unterschiedenen Menschen, von Leuten, die im Gegensatz zu stehen wähnen, die also sich auch ganz aparte Probleme zurechtgelegt haben, die, ja, zu denen manche andere gar nicht kommt, Zeit seines Lebens. So weit geht unser Urteil nicht. Wir haben hier den Aspekt an Thomas Mann aufgerollt, der da heißt Künstlerexistenz und Gesellschaft. Nein, wir haben gesagt, seine ganze Dichtung ist überhaupt nichts anderes als die Inszenierung dieses erfundenen Problems. Erfunden meine ich von ihm freiwillig zum Lebensinhalt erkorenen Problems. Mehr ist es nicht, das behaupten wir und die Zitate waren dafür gestanden. Und wenn wir den Aufsatz genommen haben, diesen sogenannten theoretischen Aufsatz über das Verhältnis, wäre haargenau dasselbe rausgekommen. Noch was zum Schluss. Wenn ein Thomas Mann in diesem Aufsatz so gegen Schluss irgendwann sagt, Sozialismus wäre eigentlich die Verbindung, die es braucht und so, da meint er nichts weiter wie die lügnerische Gleichung, Kunst ist Sozialismus. Das ist ein beleidigter Geist, der sagt, wenn die Welt den Geist meiner Art nicht mehr beleidigen würde, das wäre Sozialismus, das ist quasi seine Sozialismusdefinition. Und das nur einmal bemerkt zu haben, mehr steckt da nicht drin, denn er hat nicht geschrieben über, wie geht denn da die Produktion, wie werden da die Verkehrsmittel eingerichtet, was haben die Leute zu fressen und wie viel müssen sie denn arbeiten, ist das dann ungesund oder gesund und sowas. Das interessiert doch den gar nicht. Sozialismus ist für den bloß die Metapher einer Welt, in der es dem Künstler gut geht. Und dann merkst du, schon wieder eine Scheinwelt. Denn der ganze Künstlerexistenzwitz von sich selbst aufgefahren, besteht ja darin, dass man sein eigenes Leiden, dieses Verhältnis zur Welt, überhaupt zum einzigen Thema und Lebensinhalt erklärt. Also macht das Urteil, so primitiv es Hans Sontheim erscheinen mag, nicht dergestalt runter, dass wir hier über einen Aspekt des Thomas Mannschen Wirkens geredet hätten. Nein, das soll der Begriff seiner ganzen Tätigkeit als Dichter und deutscher Denker sein. Mal einen Nachtrag machen, jetzt nachdem der Heinrichmann noch besprochen ist. Wiederum, ja, wäre von Herrn Sontheimer oder sonst jemand der Einwand durchaus zu erwarten, wiederum Verweigerung jeglichen Respekts gegenüber diesem Mann, der sich doch im... ...und so weiter. Also man könnte hier dasselbe Spielchen wiederholen, nämlich... Wie ihr über den schlecht redet, das zeugt von Mangel an Anstand, ihr werdet dem überhaupt nicht gerecht. Da ist natürlich unterstellt, ja, man will sich gar nicht in ein Verhältnis von Urteil zur Sache der Dichter oder sein Werk begeben, sondern man will gerade verlangen, man soll sich weigern, die Stellung eines Urteilenden, Denkenden, der sich das zum Gegenstand macht, was hat es denn mit dieser Dichtung und mit ihren Personagen auf sich? Das soll gerade verweigert werden. Und diese Verweigerung des Urteils, die gilt dann auch als anständig, als guter Geschmack. Ich will einfach
weil es mich gar so geärgert hat, heute noch was nachtragen. Es ist ja nicht so, dass Herr Sontheimer und andere Leute, die viel Respekt vor den Gebrüdern Mann haben, als Repräsentanten deutschen Geistes, dass die nicht auch andere verurteilen. Es kommt ja vor, Herr Sontheimer schreibt ja Bücher über Intellektuelle und er meint ja nicht selten uns damit. Und sagt, was das für schlechte Burschen sind. Kein Futter für Giftnattern, hat er mal ja ein Essay geschrieben. Das ist überhaupt nicht so, dass der nicht sortieren würde. In der Welt der Intelligenz. Wer passt mir nicht. Bloß die Begründung will er hier bei Dichtern anders vorgenommen haben für Plus oder Minus, als wir es tun. Wir versuchen einfach, was haben sich denn die Burschen ausgedacht? Was haben sie denn ihr Leben lang zusammengeschrieben? Klar, Zitate sind nicht das Gesamtwerk, aber aus dem werden wir sie da irgendwo hergenommen haben. Dort stehen dutzeres Zeug. Sind wahrscheinlich noch nicht einmal die bombigsten. Der Mangel an Geschmack, der Mangel an Anstand, umgekehrt, führt sich als Vorwurf gegen uns gekehrt, führt sich umgekehrt vor, dieser Vorwurf, als ich kann die Kunst genießen. Ich kann sie verstehen. Wohin gesagt aus, ihr habt dafür, was sonst noch in dem Werk ist, überhaupt keinen Sinn. Bis hin zu dem grotesken, vorhin aufgedeckten Missverständnis, wo die Rednerin gesagt hat, das ganze Werk lebt von der Fiktion der Amoralität. Zu sagen, wir hätten ihm Amoralität vorgeworfen, also noch nicht einmal das Urteil mitbekommen. Weswegen? Weil bei Kunst, und das jetzt als Warnung, auch an, wenn der andere noch da ist, als Warnung an jeden. Natürlich, wenn man sich der Künstlerproblematik oder den Problemen, die Künstler per Werk in die Welt setzen, kongenial verpflichtet fühlt, dann ist man reif, das kriegt man auch in der Schule bis zum Abitur anerzogen, dann ist man reif, dann hat man ein Verständnis dafür, was gedichtet und getrachtet wird von diesen Leuten. Dann kommt man aber nur noch zu Urteilen, die eben als Geschmacksurteile wiederum sehr subjektiv sind. Also vorhin die Geschichte mit auch nicht sehr sympathisch. Will ich mal daran erinnern, das ist das Schreibprinzip von Literaturgeschichten. Wenn ihr in die Buchhandlung Huber rübergeht, dann sind 10 verschiedene Literaturgeschichten. Der Unterschied zwischen denen, die haben auch in der Form des Urteils zumindest, stehen Sätze, Aussagen über die Gebrüder Mann dort. Die Unterschiede, wie ist in der einen Literaturgeschichte Goethe, Schiller, Brecht, Thomas Mann beurteilt? Warum steht in der anderen ein anderes Urteil? Ist nicht, da sind Leute zu unterschiedlichen Erkenntnissen gekommen, sondern da sind Leute draufgekommen, dass ihnen die Probleme des einen, die der zum Inhalt seines ganzen Werks gemacht hat, nicht so schmecken. Das sind Literaturwissenschaftler, schlicht und einfach mit dem Prüfstein sympathisch oder nicht herangegangen. Und das macht dann das ganze Prinzip der Literaturgeschichtsschreibung auf. Da kommt dann vor, der eine hat das sehr wohl und tief gesehen, hat aber über das andere hinweg gesehen, was der andere dann aber gesehen hat, aber da ist auch etwas anderes wiederum auf der Strecke geblieben. So werden Literaturgeschichten abgefasst heutzutage. Nochmal, der Nachvollzug des dichterischen Standpunkts, der sollte hier nicht per Anstand, per Vorurteil, per Gefühl geleistet werden, sondern der sollte stattfinden als objektives Urteilen, als jetzt nehmen wir uns mal eine Distanz raus, die heißt, wir begutachten die Gedankenwelt dieser Leute. Und dann sagen wir, was wir von dieser Gedankenwelt mit welchen Gründen halten. Das ist ein ganz anderer Standpunkt, das ist übrigens ein wissenschaftlicher Standpunkt, als der normal üblich ist im Umgang mit Dichtung. Es ist schlimm oder es ist lustig, je nachdem wie man es sieht. Also von unserer Seite aus ist es lustig, dass einer, der sonst auf jede wissenschaftliche Geistesäußerung, sei sie jetzt richtig oder verkehrt, nur mit dem Maßstab der politischen Opportunität achtet und da seine Geschmacksurteile entwickelt, wie Herr Sontheimer. Und ich muss mir mal überlegen, ob ich demnächst nicht einmal noch was erzähle drüber, weil er sich gar so aufgeführt hat. Ja, dass der ausgerechnet von einer Versammlung verlangt, die hier sich über Thomas Mann was anhört, wo jeder entscheiden kann, passt ihm nicht, stimmt's nicht.
von einer Versammlung verlangt, sie solle diesen Standpunkt nicht einnehmen, den des Urteils über Dichter. Sie solle lieber ein Sensorium entwickeln, das er offenbar hat, hat er auch ein Buch darüber verfasst, ein Sensorium für die Größe und Tiefe dieses harten deutschen Geistes. Ich will noch mal darauf hinweisen, was über Heinrich Mann gesagt worden ist, darüber. Der Mann hat auch seine Urteile, seine Theorie über die Welt in Kunst umgesetzt. Diese Figuren, die kurz charakterisiert worden sind, wie der Untertan, sind insofern, ja, weil was der Schlusswort war, ist reiner Quatsch, sind insofern auch wieder der künstlerischen Moralität, der Stellung der eigenen Vortrefflichkeit, der eigenen Sensibilität für das Leiden der Welt und seiner selbst geschuldet. Denn wie kommt denn einer drauf, das in der modernen bürgerlichen Welt zu übersehen? Das, also all das, was unter böse, schlecht, mit schlechter Wirkung versehen, klassifiziert wird, das ausgerechnet sich dem Willen eines Bösewichts verdankt. Also das Prinzip, aus einer moralischen Verurteilung oder einem moralischen Gutheißen gleich eine Allegorie zu machen, eine Person hinzustellen, die nichts weiter zum Lebensinhalt hat, als diesem Prinzip durch seine Taten und durch sein sich Aufführen Ausdruck zu verleihen. Das noch als Schluss. Dass dichterische Figuren Allegorien sind für das, was in der Fantasie des Dichters als gut und böse auftaucht, ist dann sehr leicht kapierbar als der Anknüpfungspunkt vom Dichter an sein Publikum. Wenn wir mit etwas Schulbildung versehen in der Lage sind, so ein Buch in die Hand zu nehmen und es streckenweise zu genießen, dadurch, dass wir sagen, schön geschrieben, ist die eine Sache. Dass wir sagen, diese Figur begeistert mich. Oder ich identifiziere mich mit. Ich kann das Motiv sehr gut verstehen. Diese ganzen Urteile, die man so ganz nebenbei erlernt im Deutschunterricht oder auf seinem Bildungsweg, das hängt eben schlicht und einfach daran, dass man, ja will es mal sagen, als bürgerlich erzogener Mensch, ein kleiner Dichter auch immer ist oder sein möchte. Nämlich auch eine ganz spezielle, vortreffliche Stellung, eine schlechte Meinung von der Welt zu haben. Na, das nimmt sich noch jeder raus. Also der Anknüpfungspunkt zwischen Dichter und Publikum geht nicht übers Geld, sondern der geht über die Ideenwelt, über das moralische sich selbst behaupten, sich selbst gut finden, die Welt aber schlecht. Weil alle Dichter mit dem Prinzip ankommen und ihr Weltbild entwerfen, haben sie auch Erfolg, werden sie auch gerne oder ungerne gelesen. Ungerne immer dann, wenn das eigene Geschmacksurteil über gut und schlecht eben den einen Dichter im Unterschied zum anderen die Zustimmung, und das ist nicht die Beurteilung, das ist das Gegenteil, die Zustimmung versagt. Wer noch Literatur liest oder sie per Studium liest, sollte das mal überprüfen. Ich setze einen Preis aus, nämlich 2 Seiten MHZ. Wenn ihr ein Werk in der europäischen Literatur findet, darf der sogar die Russen noch dazu nehmen, in dem das Prinzip der Dichtung, wie wir es jetzt bei Thomas Mann und Heinrich Mann, allerdings als deutsche, wirklich deutsche Extremfälle, das sind extreme Salbader, wenn ihr das Prinzip nicht wieder vorfindet. Ihr könntet eine Chance haben, ja, wenn der zu Älteren greift. Aber da wird es bitter, da kommt das Christentum rein. Ich möchte noch kurz ankündigen, dass über dieses Thema, über das heute geteacht worden ist, weiter diskutiert werden kann. Und zwar im Arbeitskreis Germanistik, der kürzlich von der Institutsgruppe Germanistik ins Leben gerufen wurde. Die findet statt jeden Dienstag von 18 bis 20 Uhr im Seminarraum 211